So, jetzt startet die Aufzeichnung und jetzt nochmal einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Guten Morgen DAX Index Webinar von Admiral Markets. Mein Name ist Roman Kotianski. Ich freue mich, kleine, aber sehr wichtige Dinge Ihnen präsentieren zu dürfen, wie zum Beispiel auf Ihren Bildschirmen gleich die nächste Folie, unser Risikohinweis. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Die Teilnehmer wissen, ich werde das nicht alles vorlesen. Wichtig ist aber zu wissen, zu verstehen, zu verinnerlichen, dass es bei den Webinaren von Admiral Markets nicht darum geht, etwas nachzutraden. Nehmen Sie alles mit, was Sie mitnehmen können. Werden Sie aktiv und stellen Sie Ihre Fragen, aber bitte nicht nachtraden. Und wenn Sie etwas ausprobieren wollen, dann natürlich erstmal auf einem Demokonto und erst wenn Sie sich ganz sicher sind, was Sie tun und wie Sie es tun, dann können Sie es auf einem Echtgeldkonto versuchen. Und ich begrüße unseren Moderator Heiko Behrendt. Heiko, guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen da draußen an den Bildschirmen wieder zu einer recht unchristlichen Zeit. Nein, Okay, fängt schon mal gut an. Quatsch. Dann zu den Ungläubigen sofort. Die Deutsche Bank hat sich geeinigt in Amerika. So, was kannst du uns dazu sagen? Genau. Du, darüber habe ich, ich dachte, das Thema, oder ist es abgeschlossen? Ich hatte jetzt zwar heute so ein bisschen die News gelesen, aber hatte jetzt dazu noch nichts gehabt. Aber es ist ja schön, dass das Thema vom Tisch ist und dass es hoffentlich sich positiv auf die Aktie auswirken kann. Ja, wäre natürlich sehr, sehr schön und zu begrüßen. Wir können ja vielleicht da nochmal oder im Punkt, ja, hier jetzt wahrscheinlich nicht, aber im Punkt 10 Uhr Webinar vielleicht nochmal auf die Aktie draufblicken. Gerne. Genau. Gut, und was hast du für uns jetzt? Ja, für euch jetzt müsstet ihr meinen Screen sehen und wie immer der Tagesausblick für den DAX. Ja. Interessant am DAX natürlich der gestrige Abverkauf und das Zurückholen in die Range. Wäre ein sehr, sehr interessanter Verlauf, den wir uns durchaus nochmal ganz kurz im 5-Minuten-Chart vielleicht nochmal anschauen können, damit man auch sieht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Also am Ende hat der DAX diese Talfahrt, die ich am Montag auch reingezeichnet habe, wenn der Markt halt gewisse Schwellen unterschreitet, dass sich das Bild nach unten kompliziert, dann abarbeitet, hat er sehr gut gemacht. Dann natürlich Aussagen von Frau May betreff Brexit und dass das wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm ist, haben dazu geführt, dass der DAX dann sehr stark gestiegen ist und hier sieht man wieder, wenn ja, zu viele Leute auf dem verkehrten Fuß erwischt werden oder agieren müssen, dann sehen wir solche Bewegungen. Und das gilt es natürlich jetzt ins Gesamtbild einzufassen und da hoffe ich doch, dass ich euch wieder bestens vorbereiten kann. Auf der linken Seite seht ihr wie gehabt den Tageschart und auf der rechten Seite den Wochenchart. Wir sehen eigentlich jetzt aktuell sehr gut, dass wir den wichtigen Preisbereich im Wochenchart von 11.490 Punkten unterschritten haben. Und nun jetzt die Überlegung jetzt besteht, nachdem der Markt auf der Unterseite nun nicht weiter stark abverkauft hat, also das heißt, dass wir auch im Wochenchart rechts jetzt den wichtigen Preisbereich um 11.400 gehalten haben, dass das ja durchaus positiv wirken kann, um nachdem der Markt nach unten ausgebrochen ist, vielleicht nochmal erneut den Ausbruch auf der Oberseite zu versuchen. Wir sehen eigentlich eine recht unsaub oder eine, ja, nicht, kommt nicht so oft vor, diese Auflösung dieser Preisbereiche. Ich zeichne das nochmal ganz kurz. Die meisten Ranges werden eigentlich so gebrochen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel so rum. Bedeutet also, im Normalfall sieht man eine Range, egal auf welcher Ebene, und es gibt meistens einen Ausbruch auf der einen Seite. Wenn der Ausbruch gut ist, dann läuft es direkt nach oben weg. Ist der Ausbruch nicht gut, geht es meistens dann wieder in die Range rein und nochmal auf der Unterseite. Was wird mit diesen Ausbrüchen hier bezweckt? Mit diesen Ausbrüchen holt man sich die ganzen Breakout-Trader ins Boot
Ja, und die werden auch dann wieder entsprechend ausgestoppt. Also das heißt, Breakout-Trader, die hier den Ausbruch nach oben oder nach unten traden, werden auf dem verkehrten Fuß erwischt. Dann geht es meistens zurück in die Range. Und jetzt wäre nun theoretisch es so gewesen oder hätte es so sein sollen, dass der Markt nach oben ausbricht. Was haben wir aber stattdessen jetzt gesehen? Wir haben jetzt nochmal gesehen, dass der Markt nochmal dieses neue Tief gemacht hat von gestern. Das heißt, wir haben die Range sozusagen ein zweites Mal auf der Unterseite unterschritten und sind jetzt wieder zurück. Ich hatte es gestern in einem anderen Webinar gehabt. Das ist so ein aufgehendes Dreieck, Broadening Wedge oder Trompete, was auch immer, keine Ahnung, wie das heißt. Tendenziell ist es aber so, dass auch hier der zweite Ausbruch, der meistens der richtige ist, nicht ja, geklappt hat oder nicht dazu geführt hat, dass der Markt jetzt nach unten fällt aktuell. Also von daher wäre es durchaus auch zu überlegen, ob wir nicht auch mal nochmal auf der Oberseite nach oben rausgehen. Und da müssten wir aber auch erneut schauen, ob wirklich nachhaltig Käufer reinkommen, nicht dass wieder nur erneut nach oben hin abgeholt wird. Und damit sich die Range sozusagen volatil ausweitet. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die unschöne Auflösung der aktuellen recht sauberen Range. Ja, also wenn man das hier vielleicht nochmal einzeichnet, ich zeichne das mal so pauschal so ein, so irgendwie mit dem braunen Strich, dann wäre das so diese Auflösung dieser Formation oder das wäre das, was dann kommen könnte, ja, dass sich die Range ausweitet und wir uns tendenziell nicht vom Fleck bewegen. Und das ist halt, das wird uns, wer da oder das kann den ein oder anderen Trader schon zermürben, weil am Hoch der Markt zwar neue Jahreshochs macht, aber am Ende passiert dort nichts. Wie wir es bereits ja schon mehrfach gesehen haben, besonders jetzt auch in der letzten Woche, da das neue Jahreshoch. Und dann ist der Markt doch wieder nach unten gegangen und jetzt wieder nach unten und es geht wieder zurück. Von daher bleibt festzuhalten, dass wir per gestern den typischen Turnaround Tuesday, also den Turnaround Dienstag hatten, wo der Markt ein Tief ausbildet oder eine Abwärtsbewegung vorher dreht, gibt es genauso auch andersrum, dass der Markt den ganzen Tag steigt und dann am Dienstag dann auf der anderen Seite nach unten dreht. Also das nochmal wird sehr interessant werden, wie wir uns auf der Oberseite verhalten. Das ist auch daran zu schauen oder darauf zu achten. Jetzt im Wochenchart wird es extrem interessant werden Richtung Freitag, wo der erste Verfall ist. Ob es denn doch nicht Richtung 11.700 geht. Man muss sagen, per gestern war die Optionsseite perfekt positioniert unter 11.600, wo die großen Blöcke lagen mal, die jetzt relativ gut zugemacht sind, war eigentlich jetzt mit keinen Aktivitäten von der Optionsseite zu rechnen. Über 11.600 kann die wieder zum Tragen kommen. Heißt für mich, wenn wir von unten aus nach oben schauen, sehe ich eigentlich den DAX tendenziell positiv. Wir müssen hier nur überlegen, ob eventuell die Käufer von hier unten nun auch wieder sagen, ach Mensch, die Range ist ja so glasklar. Heißt, ich stelle mal hier oben im oberen Drittel, beende ich meine Trading-Position, was dazu führt, dass auch auf Tagesbasis die Range weiter anhält. Sollte dies nicht passieren, wäre ein Ausbruch auf der Oberseite zu bevorzugen. Das heißt, nach so einer Attacke, nach so einem Fehlsignal auf der Unterseite wäre ein Ausbruch nach oben zu bevorzugen. Die Frage wird nur sein, wie weit es nach oben dann weggeht. Darauf zu achten ist im Tageschart der Bereich alles oberhalb von 11.600 bis hoch zum Jahreshoch, was als Widerstand genutzt werden könnte, um hier entsprechend ja, seine Positionierungen wieder mitzunehmen. Man kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn ich vor eine Wand renne, und habe das dreimal probiert, dann werde ich vielleicht irgendwann mal vor dieser Wand anhalten. Bedeutet, es kann durchaus passieren, dass die Verkäufer bereits vor der Wand, also vor dem Widerstand, entsprechend anfangen, ihre Position abzubauen. Gut, ja, deswegen, also oberhalb von 11.600 sehen wir Widerstandsbereich erstmal auf Tagesbasis. Im Wochenchart sehen wir, dass wir schön das letzte Wochentief rausgenommen haben, was wir zum Kaufen nutzen. Ideal wäre nach so einem Fehler, das ganze Ding nach oben hin aufzulösen. Und hier müssen wir darauf achten, ob es so passiert, wie es passiert. Gut. Okay. Je weiter wir Richtung Freitag wieder nach unten gehen, desto mehr müssen wir wieder an Korrektur denken.
Also alles unter 11.490 Richtung Freitag hin wäre eher schädlich. Von der Terminseite gibt es heute einige Termine. Ich habe die Termine nicht hier jetzt mit reinkopiert. Grund war, ich hatte sie vorher drinne, aber dann hätte der Platz heute nicht ausgereicht. Deswegen habe ich diese Termine nur als Link mal reingestellt, wo ich halt auch schaue. Kann man ja mal ganz kurz gucken. Also wenn man auf den Link klickt, kommt man hier auf die Seite von Gottmut Trader und kann hier unter Termine sehen, dass wir vielleicht 10:30 Uhr Großbritannien könnte heute recht interessant werden. Ja, aufgrund der Aussagen auch von Frau May. Dann 11 Uhr Verbraucherpreise, endgültige, dürfte jetzt nicht so interessant sein, 14:30 Uhr. Auch Verbraucherpreise, denke ich, dürfte jetzt nicht so eine Vola haben. 16 Uhr bekommen wir noch US-NAB-Hausindex. Ja, kann durchaus interessant sein. 16 Uhr auch noch Zinsentscheid aus Kanada. 20 Uhr, hier könnte man Volatilität erwarten, falls im Beigebuch irgendwas drinsteht, was nicht so passend ist. Ist ja immer noch so ein bisschen der Ausblick zwischen 2 oder 3 Zinserhöhungen in diesem Jahr. Müssen wir mal gucken. Gibt es hier starke Abweichungen vom Konsens, kann es durchaus passieren, dass zum Beigebuch durchaus so mal Volatilität entsprechend auftreten könnte. Ja, also einiges so ein bisschen so kleinere News, die immer mal hier und da den einen oder anderen, für den einen oder anderen Haken im DAX eventuell sorgen könnten. Gut, also auf Tagesbasis bleibt festzuhalten, dass ein Ausbruch nach dem Fehlausbruch auf der Unterseite, ein Ausbruch auf der Oberseite ideal wäre. Nicht ganz so ideal wäre es einfach, wenn die Range ja, Bestand behält und wir halt weiter um diesen Haupthandelsbereich 11.585 drumherum pendeln. Das nochmal ganz kurz auch im Future gezeigt. Also hier sehen wir, wie sich das Ganze im Future nun darstellt. Auf der rechten Seite mit dem gehandelten Volumen, wie es sich in diesem Bereich aufbläht, ja, also da, wo der meiste Handel stattfindet, und das ist das, wo die meisten Trader nun handeln. Also der Preisbereich, der absolute Haupthandelsbereich innerhalb dieser Range liegt bei 11.563 und diese obere Begrenzung so ungefähr bei 11.585. Also wenn man es jetzt nicht ganz nur das hier als Bereich sieht, also die Spitze, jetzt sage ich jetzt mal, so das hier als Bereich sieht, dann wäre das zwischen 11.585 bis 11.560. Ja, das ist dieser Haupthandelsbereich. Der verschiebt sich immer ein bisschen von Tag zu Tag, je nachdem wie, wo und welches Volumen getradet wird. Ja. Gut. Gehen wir runter in den entsprechenden Intraday-Chart, wo wir uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer angucken können. Ich gehe hoch auf den 15 oder besser sogar auf den 30-Minuten-Chart. Warum mache ich das? Damit ihr einfach die gesamte Range im Blick habt und damit man das ein bisschen weiter, ja, ein bisschen besser sieht, das Ganze. Gut, ich mache mal das Bild auf Vollbild, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser sieht. So, ich kopiere den Ausblick natürlich am Ende dann für euch auch rein. Okay, also schauen wir uns den ganzen Krempel mal an. Heißt, ich habe heute keine Szenarien aufgestellt, weil innerhalb der Range es eigentlich immer wieder nur darum geht, welche Bereiche könnten interessant sein. Und die prinzipielle Frage ist immer, oder die prinzipielle Handlungsweise ist, handle ich zu einer Unterstützung oder Widerstand hin oder von diesem weg? Würde bedeuten, wie gestern ist der Markt durch die Unterstützung durchgefallen. Gut, da wäre ein Handeln von einer Unterstützung weg ein Fehler gewesen, hätte dazu geführt, dass man Verluste gemacht hätte. Auf der anderen Seite, die Tage davor, wenn man von einer gewissen Unterstützung weghandelt, wäre es recht positiv gewesen. Genauso auf der Oberseite, also das heißt, ich kann einfach das vom Montag rüber kopieren. Auf der Oberseite ist für mich der Preisbereich 11.598 bis 11.605 extrem interessant als Widerstandsbereich. Also gehen wir in diesen Bereich rein und kommen dort nicht durch, ist das ein erster Widerstandsbereich. Und hier genau die gleiche Aussage, ich muss entscheiden, ist der Preisbereich hoch genug, um von dort aus wegzuhandeln oder kann es noch eine Etage höher gehen? Bedenket bitte alle ungläubigen Gläubigen,
dass wenn die Optionsseite Attacke machen muss, dann sehen wir hier durchaus Potenzial in Richtung Freitag hinlaufend, dass wir durchaus, sofern auch in der Kasse Käufe sind, nur die Frage, die man, oder man muss hier unterstellen, wer soll innerhalb an einer oberen Range in der Kasse kaufen? Dazu braucht man von außen extern gesehen irgendeine Veränderung, die es rechtfertigen, dass man jetzt an der oberen Range-Kante halt kauft. Trotz alledem, sollte dies passieren, tritt die Optionsseite in Richtung 11.700 als Käufer auf. Das ist immer zu bedenken. Und wenn die Optionsseite Attacke machen muss, sieht man ähnlich so wie gestern einen unter Umständen extrem steilen Anstieg in Richtung der 11.700, so wie wir das gestern in Richtung 11.600 gesehen haben. Solange aber da nichts passiert, wird auch hier über die Optionsseite nichts passieren. Von daher ist das auf der Oberseite eher nur dann, wenn eine Order läuft, zu beachten. Und die Optionsseite ist nicht der Treiber der Bewegung, sondern der Katalysator, sozusagen der Beschleuniger dieser Bewegung, wenn sie Attacke machen müssen. Siehe schnelle Bewegung am 11.01. Das ist die Optionsseite. Ja. Das ist nicht irgendwer, das ist die Optionsseite, die die Beschleunigung der Bewegung in der Kasse ausmacht. Gut, hält der obere Widerstandsbereich, dann darauf achten. Wichtig ist, wir eröffnen heute oder sind aktuell außerhalb von Value. Das heißt, wir sind außerhalb des Haupthandelsbereichs von gestern, der bei 11.582 liegt. Na, komm her. So ein bisschen größer machen. Sollten wir hier unter diese 11.575 jetzt sogar fallen, könnte der Markt durchaus direkt sein Eröffnungsgap, was man hier vielleicht nicht sieht, aber das, die ganze Vorbörse ist ja uninteressant. Uns interessiert ja erst das, was ab hier ab 8 Uhr passiert ist. Das heißt, unterhalb, also alles, was jetzt nach unten geht, ist aktuell ja neues Tief und sollte das. Warum habe ich es hier nicht drinne? Das Tageshoch, man sieht das hier schlecht, halt, ich habe noch einen Fehler oder nicht was eingezeichnet, so. Das Tageshoch von, ne, das hier ist das Tageshoch vom Dienstag. Sollten wir durch das Tageshoch vom Dienstag jetzt nach unten fallen, dann wäre die Bewegung in Richtung 11.548, wo wir das FDAX closed haben bei 11.549. Plus 11.540 den Xetra Close und natürlich 11.548 die magentafarbene Linie ist der Point of Control von gestern. Das wäre der nächste interessante Bereich, wo man auch wieder überlegen muss, geht es hin und von dort aus weg oder geht es durch. Darunter gleich kommt natürlich der Hauptunterstützungsbereich, den wir auch im Tageschart hatten, 11.530 sei jetzt mal oder 11.528 bis 11.520. Den wir nun auch im Tageschart ja sehr deutlich sehen, das wäre der nächste Bereich, an dem man überlegen sollte, ob es dort rangeht und von dort aus weg. Und die Überlegung ist immer für jeden Trader, handle ich dorthin oder handle ich von dort aus weg? Und wenn man das weiter nach unten fortsetzt, das ganze Thema, denn der nächste Unterstützungsbereich ist wieder die 11.490 bis 11.483. Das ist die gestrige Value Area Low. Das sind die Hochs aus der alten Range und das ist das Tief der Vorwoche, die 11.490. Das heißt auch das rein von dem, was dort liegt jetzt an Unterstützungen, recht interessant. Genau. Ich weiß natürlich nicht, wie weit der Markt fällt. Was aber aufgefallen ist, ist, dass wir in jeder Eröffnungsphase in der Woche durchaus, was haben wir, Mittwoch, Dienstag, Montag, dass wir Montag einen Abverkauf gesehen haben in den ersten 5 Minuten, am Dienstag einen starken Abverkauf gesehen haben in den ersten 5 Minuten, wovon ich auch ausgehen würde, dass durchaus vielleicht wir auch heute um 9 Uhr so einen schönen Puff nach unten sehen und dann mal gucken, wo der Markt eine Unterstützung findet. Gut, damit sind die Bereiche eigentlich abgearbeitet und genannt. Ich kann oder ich bin relativ offen. Ich werde immer nur schauen, also wohin es geht, ist mir vollkommen wurscht. Ich weiß, wir sind in dem oberen Drittel der Range. Wenn es ausbricht, bricht es aus. Wenn es nicht ausbricht, habe ich entsprechende Szenarien für mich gedanklich schon vorbereitet. Und ich werde immer nur entscheiden,
wie ich halt vorgehe, wenn der Markt sich einer gewissen Marke, wenn ich sehe, wie er sich einer gewissen Marke verhält, um dann versuchen, das zu antizipieren und daraus einen erfolgreichen Trade ableiten zu können. Ja. Das lernt man auch nicht von heute auf morgen. Dafür bedarf es natürlich einiges an Know-how, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Und das muss man natürlich auch erstmal lernen. Ja. Gut, aber so kann es nur ein Händler sehen. Ich würde mich nie im Leben hinstellen und sagen, der DAX darf nur bis 11,45 fallen, danach steigt er nach oben. Das ist völliger Blödsinn. Denn wenn er da durchfällt, ist meine Aussage wertlos und der ein oder andere Trader klammert sich an diese Aussage, weil der Bären doch gesagt hat. Und ich weiß ja noch nicht, wie sich der Markt bei 11,45 verhält. Da ist ja der Markt noch nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, welche Akteure, wer oder wie oder was dort gerne handeln möchte. Und solange ich das nicht weiß, kann ich es natürlich auch nicht abschätzen. Gut, soweit mein Ausblick für heute. Ich kopiere ihn hier rein. Ja, super. Vielen, vielen Dank an Heiko Behrendt und sehr geehrte Damen und Herren, im Chat werden Sie gleich auch das Ganze sehen können. Und wir widmen uns jetzt den Fragen. Schauen wir mal, was wir haben. Einige Meldungen gab es schon mal. Ja, so zu dem Kopierten im Chat, das ist klar. Einige Wunschmärkte, schauen wir uns mal an. Wenn da noch Zeit bleibt. Schönen guten Morgen. Wie viel Volumen sollte zum Beispiel M5 oder M1 umgesetzt sein, um bei einer dynamischen Bewegung eine Finalorder zu erkennen? Dein Kommentar dazu. Ist natürlich eine sehr technische und eine sehr technische Frage. Also man sieht es, eine Finalorder. Das Volumen kann ich jetzt nicht beziffern, denn die Finalorder wird ja über eine Zeit von einer halben, dreiviertel Stunde abgewickelt. Was man auf alle Fälle sieht, wenn man entsprechende Future-Daten hat und Volumendaten hat, dann, jetzt muss ich mal gucken, wenn man eine Finalorder hat, wird man hier entsprechend, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, sehr stark sehen, dass wir zum Beispiel konstant hohes Volumen halt haben, weil jeder von dieser Order mit partizipieren möchte. Das heißt, wir gehen dann in Richtung sowas, wie wir jetzt haben, 1800, 2000 Kontrakte in 5 Minuten im FDAX, dann kann man das durchaus unterstellen, dass eine finale Order dabei ist. Aber dadurch, dass sie über die Zeit ist, ist eigentlich nur wichtig darauf zu achten, dass das Volumen tendenziell in der Bewegung höher ist und in der Korrektur etwas geringer ist. Ja. Gut. Genau. Da schreibt ein Teilnehmer, dieser Chart, diesen Chart würde ich nicht handeln, das war bezogen auf Chart, den man auf jeden Fall in der 44. Minute gesehen hat. Okay, gut, man muss auch nicht handeln letztendlich. Der DAX hat vorbörslich bei 11.600 eröffnet, rechnen Sie mit einem Gap Close? Ja, also das ist natürlich durchaus möglich. Deswegen, wenn ich jetzt oder wenn man aktiv aufnimmt, wie denn der Markt, wenn man jetzt aktiv aufnimmt, wie der Markt hier entsprechend die letzten 3 Tage oder letzten 2 Tage eröffnet hat, dann wäre natürlich ein Gap Close durchaus möglich in Richtung dieser 11.548, die ich benannt habe. Wichtig für mich ist aber auch hier im Future halt, ob das Tageshoch von vorgestern, ob das hier hält. Das ist für mich eigentlich jetzt wichtig. Ansonsten, wer es jetzt die letzten Tage gesehen hat, der geht sowas relativ fix. In 5 Minuten ist das Thema dann erledigt. Ja. Und da muss man halt mal gucken. Und das Gap Close ist ja gleichzeitig, das hatte ich ja in der Analyse gesagt, ist ja gleichzeitig der Haupthandelsbereich von gestern. Und interessant immer ist bei sowas, dass wir haben eine Value Area, in der das Volumen abgehandelt wird. So, das sind die 48, schreibe ich jetzt mal nur rein, die 48. So, wir stehen jetzt hier oben bei 80. So, und wichtig ist jetzt, wenn der Markt dieses Hauptvolumen nochmal testen möchte, weil er dort Volumen, also Liquidität abwickeln kann, dann sehen wir relativ schnell die Bewegung dorthin. Sollte sich aber ein Markt weg von Value bewegen, dann würde der Markt hier nur hier kurz reingehen und dann so nach oben wegdriften. Ja, das heißt, das wäre, wenn in der Kasse was läuft, plus Option. Also die Bewegung nach oben ist Kasse, K plus Option. K.O.
Yes. K.O. Da ist der Markt K.O. für die Shorts. So. Okay. Genau. So, woher kommt die schöne Grafik mit den mit den Haupthandelsvolumen? Die Frage kommt immer mal wieder gerne erneut. Ja, das ist spezielle Software. Das ist spezielle Software, die man ja kaufen muss, kostet um die 1000 Euro oder 1000 Dollar und man muss halt monatlich Geld dafür bezahlen. Ist, wer es gerne haben oder ausprobieren möchte, das nennt sich der Ninja Trader. Das ist die Software dazu und Genau. ihr könnt mich da, genau, der Ninja Trader, so heißt er und da muss man halt überlegen, ob man das haben möchte. Alles klar. Wir haben 5 Minuten. Möchten wir vielleicht im Schnelldurchlauf ein, zwei zusätzliche Charts uns anschauen? Gold zum Beispiel war gefragt. Ja, Gold ist sehr, sehr interessant. Ich habe erst gestern mit ein paar Leuten über Gold philosophiert. Gold finde ich sehr interessant, denn hier kommt es extrem auf die Blickrichtung an. Ich hatte das am Montag ja schon mal erwähnt, was im Gold sehr positiv ist, dass jedes Tief aktuell gekauft wird. Also jedes Bruch eines Vortagestiefs. Wir haben das hier gesehen, was ich jetzt gerade rot einzeichne und hier. Und wir haben den Widerstandsbereich, der hier sichtbar war oder sehr aktiv war, gebrochen. Ja, heute aktuell kommt jetzt das Gold ein bisschen zurück. Und jetzt kommt es auf die Sichtweise an. Und die grobe Sichtweise ist, Jochen Schmidt würde das natürlich wesentlich schöner zeichnen können. Vielleicht zeichnet er es ja auch. Also es geht darum, allgemein zu überlegen, ob wir, ich zeichne es mal ganz grob ein, diesen großen Abwärtstrend hier weiter fortsetzen können. Das heißt, das, was jetzt blau gezeichnet ist, ob wir den weiter fortsetzen oder ob man, also wenn wir den blauen fortsetzen, hätte es im Idealfall bei 1208 spätestens drehen sollen. Noch ein Halt wäre dann bei 1240 bis 1250 als möglicher Widerstandsbereich. So. Oder guckt man alternativ, und das ist auch immer eine interessante Blickweise, die ich halt so durchaus auch mag, ist, dass man aktuell auch von unten gucken kann. Man kann ja auch von der 1130er Marke gucken und sieht diese starke oder doch sehr konsequente Bewegung hier nach oben. Und wer von unten aus guckt und diesem Trend von unten aus folgt, der sollte ihn so lange handeln, bis er halt wirklich bricht. Also wenn man hier im Stundenchart reingeht, sieht man ja durchaus sehr gut, wie sich jetzt dieser Trend hier schön über die letzten Tage, Wochen etabliert hat und dass immer dieses Abholen dieser Tiefs eigentlich interessante Einstiegspunkte waren. Und genauso sollte man, je nachdem, welche Zeiteinheit man präferiert, hier schauen, ob man da nicht auch weiter den Trend halt handeln kann nach oben. Also das ist die Blickweise von unten und die Blickweise von oben wäre trotz alledem noch, dass der Markt auch hier oben ist tendenziell auch wieder stärker fallen kann. Dann noch schnell zum Brent, was wir auch haben. Brent ist jetzt von dieser Trendbewegung in eine Konsolidierung gegangen. Wir haben hier die Longs liquidiert. Der Markt bei 56,56 war zu hoch. Dieses Niveau haben wir gestern nochmal getestet und erneut kann das Niveau nicht überschritten werden. Der Markt kommt zurück und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir hier aus dieser Trendbewegung in eine Konsolidierung reingelaufen sind und diese Konsolidierung jetzt sich noch ein bisschen anhält, bis es mal wieder tendenziell wirklich eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, die denn dazu führt, dass das Öl eventuell mal noch ein bisschen stärker steigt oder wieder ein stärker fällt. Man geht ja aktuell davon aus, dass die Lagerbestände wieder schwinden. Ja, also das ist eine never-ending Story im Öl mit diesem ganzen Förderkürzung und Rumgedönse. Okay, Heiko, ich muss dich bitten, das Ganze nochmal in den Chat zu kopieren. Zum Beispiel bei mir ist es hier nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob das bei den Teilnehmern besser ist. Den Ausblick meine ich. Ja, Okay, ich werde dich so lange nicht loslassen, bis du das nicht richtig kopierst. So, jetzt Ja, aber. jetzt ist es etwas besser. Genau, jetzt alles gut. Perfekt, Heiko, dein Schlusswort würde ich sagen. Ja, gerne würde ich mich freuen, wenn ihr dann gegen 10 Uhr nochmal einschaltet. Dort könnt ihr durchaus nochmal schauen, wie ich meinen Tag heute gestartet habe.
Ja, und würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg, viele Punkte. Passt mir in der Range halt auf. Und zum Thema, man muss es nicht handeln, das ist richtig. Ich als Berufstrader muss aber versuchen, jeden Tag an den Märkten Geld zu verdienen, weil es mein Beruf ist. Wer natürlich auch einen anderen Beruf ausübt, bei dem ist es ja genauso das Gleiche. Er muss wahrscheinlich jeden Tag dafür arbeiten, dass er sein Geld verdient. Deswegen handle ich halt jeden Tag und versuche auch jeden Tag entsprechend mein Geld zu verdienen. Was mir im Übrigen ganz gut gelungen ist, wir sind nämlich aktuell bei Tag 94 in Folge im Gewinn. So, jawohl, mal gucken, noch 6 Tage, dann hätten wir die 100 geschafft und dann höre ich aber auf. Da mache ich absichtlich Verlust. Dann machst du Urlaub erstmal. Gut, genau. Vielen Dank an Heiko Behrendt und sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie richtig verstanden haben, das schöne Foto, was Sie jetzt auf Ihren Bildschirmen sehen, bekommen Sie dann nochmal in 60 Minuten zu sehen und natürlich die nette Stimme auch noch dazu. Da wird Heiko einiges analysieren. Heiko, ich mache dich jetzt stumm. So viel dazu. Ja, genau. Okay, alles klar. Teilnehmer fragte, wann diese Aufzeichnung auf unserem YouTube-Channel zu sehen ist. Das geschieht auf jeden Fall im Laufe des Tages, sage ich meistens zum Schluss, aber die Frage kam nochmal. Zu den weiteren Webinaren. Sie sehen ja den Link jetzt auf Ihrem Monitor. Alle Webinare von Admiral Markets sind kostenfrei und wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich auch in weiteren Webinarreihen teilnehmen. Punkt 10 ist eine Webinarreihe, die fünfmal die Woche, Montag bis Freitag stattfindet, pünktlich um 10, wie der Name schon verrät, und jeden Tag ein anderer Moderator analysiert einige Trades und am Mittwoch ist Heiko Behrendt mit am Start. Insofern gibt es den Heiko heute zweimal. Und wir würden uns selbstverständlich auch noch freuen, wenn wir Sie von unseren Konditionen überzeugen können. Auf Ihren Bildschirmen die nächste Folie. Da es bei uns aktuell um den DAX geht, ja, der einzige Spread von 0,8 Punkte, ich glaube nicht, dass Sie branchenweit eine bessere Kondition dazu finden. Wir freuen uns, diesen Spread Ihnen von 8 bis 22 Uhr typisch anbieten zu dürfen. Und selbstverständlich, wenn Sie auch in kleinen, in Minis, also Mini-CFDs ab 0,1 Kontrakt handeln wollen, auch das bieten wir an. Den Rest werde ich nicht vorlesen, aber wir würden uns freuen, wenn wir Sie dazu näher beraten dürfen. Sie können uns anrufen, Sie können uns anschreiben. Wenn Sie in Berlin sind, können Sie uns sogar besuchen, aber bitte mit einer kurzen Vorankündigung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Feedbacks, auch auf sozialen Medien und YouTube-Channel. Na, das ist die Adresse, wo Sie alle aufgezeichneten Videos finden. Im Übrigen, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Roman Krotianski. Diese Webinarreihe wird fortgesetzt, wird am Freitag fortgesetzt. Wir hören uns dann aller spätestens 8.30 Uhr wieder. Wobei, nee, Entschuldigung, das könnte sein, dass nicht ich das mache, sondern eine Vertretung. Und nicht zu vergessen, ja, für diejenigen, die noch nicht ausgeloggt sind, am Samstag ist der Börsentag in Dresden, wo Heiko auch mit dabei sein wird. Und wir sind auch mit dabei, mit am Stand. Also, wenn Sie aus der Region kommen, beziehungsweise in der Nähe sind, dann besuchen Sie uns. Der Eintritt ist kostenfrei. Alle Infos, wenn Sie einfach googeln, Börsentag Dresden, finden Sie definitiv. Ansonsten auch dazu können Sie uns kontaktieren. Nun aber Schluss. Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.